gnadenlose Rosi. Eindringling verbannt. Oh, Priesterinnen Handschuh. Oh, ich hätte lieber die Sense gehabt. Beleuchtung in zukünftiger Wohnung. Ambientenbeleuchtung und sowas. Mein NC ist ein Home-Server, ein Raspi, okay. Hm. Welche verschiedene Clients ESP-Mikrocontroller ansteuert und denen sagt, wie denn der Streifen, die Streifen oder potenziell andere Sachen leuchten sollen. Aber erstmal baue ich nur so einen einzelnen Client und wenn es dann läuft, kommt der Raspi dazu. Okay. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Projekt. Ich kann ja immer nur wieder erwähnen, ich baue mir ja mit diversen Raspis Robotore. Einmal als laufende Variante, also so richtig wie man Robotore kennt mit zwei Beinen, dann einmal als Kettenantrieb Roboter. Und der letzte Raspi, was macht der? Der ist mein Receiver für das gute Entertain IB Fernsehen und so. Telekom. Kann mit einem Raspi auch Fernsehen gucken. Wen ein Raspi jetzt nichts sagt, das ist so ein 40 € Mini-Computer. So eine mini-kleine Platine und kann man halt für sehr, sehr viele lustige Sachen benutzen. Zum Beispiel Roboter bauen, Lichtsteuerung, Receiver. Gibt auch Leute, die haben damit Gameboy und sowas nachgebaut. Also kann man alles mitmachen. Da sehr schöne Sachen für. So, und toten Kerkerschlüssel. Und da sitzt sogar jemand. Hallöchen. Who are you? I thought you were that bastard for a moment. Für ein Bastard. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. Hm. Sorge hier anscheinend schon wieder für blödes Blut auch. Böses Blut. Gibt es einen Grund dafür, dass die Robos einen Raspi haben? Weil ist ja schon recht teuer mit 40 €. So ein ESP kostet je nach Modell nur ein paar Euro. Ja, hat einen Grund. Und zwar, der Robo sollte per WLAN verfügbar sein, eine eigene Webseite hochhalten und interaktiv steuerbar sein. Heißt, ich nehme mein Telefon, mache diese Webseite auf, gucke, was die Kamera von dem Robo sagt und kann ihn dann halt per Webseite sagen, fahr hier mal links, rechts, gerade. Und ganz ehrlich, 40 € finde ich nicht teuer. Also die Teile, die an dem Robo dran sind, wenn ich jetzt hier meinen Bob neben mir stehen sehe, der kostet mindestens 300 €, so wie er fertig dasteht. Da ist der Raspi wirklich der kleinste Teil von. So, böses Blut. Raiden. Mira. I travel from land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. So, ich muss ehrlich zugeben, Knitz, ich habe von dem ESP 8266 noch nie was gehört. Hat ein vollwertiges WLAN-Modul mit drin. Muss ich mir mal angucken. Skelett und dann Skelett. So, hast du noch was zu erzählen? Be careful of him. Pite, I think he said. Warum wundert es mich nicht, dass es Pate war, der den Kollegen hier eingesperrt hat? When you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. Auf der Suche nach einer Funkmöglichkeiten für meine Streifen draufgestoßen. Okay. Ja, wenn du nur so eine Lichtsteuerung machen willst, dann ist ein Raspi natürlich völlig oversized. Gebe ich dir voll und ganz recht. Da ist wahrscheinlich so ein kleiner Mikrocontroller mit WLAN wesentlich einfacher und besser. So, wir gehen mal schnell nach Majula.
nach. Mach mal, Jule. Dann machen wir ein Level Up. Haben wir eine Scherbe gefunden? Sache. Und ihr? Dann sagen wir mal aufsteigen. Und zwar können wir anscheinend ganze zwei Level mitnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen Stärke und Konstitution. Belastung klingt eigentlich gut, oder? Nee, komm, wir nehmen Konstitution. Dankeschön. Tatsächlich, wir haben 6 Estus-Flakons. Schlecht. So, können wir hier noch was verbrennen? Den edlen Knochenstaub, dann machen wir 6 Estus-Flakons plus 3. Ist schon plus 3? Kaufst du dir so Bausätze für so ein Robo oder wie läuft das ab? Würde mich auch interessieren. Können wir auch mal so drüber schreiben, irgendwo außerhalb von Twitch oder so. Kann man gerne machen, Knitz, weil, also kann ich jetzt nochmal kurz eine Minute was drüber erzählen. Mein Robo, der erste, den ich habe, ist aus Pappe gebaut, von mir Häuser her. Halt einen Haufen Teile, die man da so braucht, die Räder und so, die Haarbrücke, Motorsteuerung, Akku, ist einzeln gekauft. Mit Pappe, Heißklebepistole zusammengelötet, dass es irgendwie aussieht wie ein Roboter. Und der andere, Bob, der hier neben mir steht, da habe ich eine Seite gefunden, die so diese Einzelteile dafür fertig anbietet. Da halt so eine Klammern hast und so einen Arm oder halt eine Servohalterung, wo du dann aus diesen Klammern dir einen Roboter zusammenbauen kannst. Ist aber halt wirklich Marke komplett Eigenbau. Big Teilnahme-Enge. Wie, wo? Big nimmt an der Goldjagd teil, Epic Teilnahme. Bin verwirrt. Ja, auf jeden Fall komplett Marke Eigenbau. So, was wollten wir tun? Hat er hier neue Waffen? Das Fallschirm hat er vorher nicht gehabt, oder? Bin ich mir nicht sicher. Titanitscherben hat er gar nicht mehr im Angebot. Das finde ich irgendwie kacke. Also, wir kaufen uns hier mal das Reparaturpulver, nehmen noch ein paar Pfeile mit und dann sind wir hier durch. I'll be around, if you make it back. So. War mal. Da war noch was offen. Heiligengrab war das nicht. Das war auch nicht die verlorene Festung. Wir können mal kurz Pate besuchen gehen. Das würde mich jetzt mal interessieren, was Pate zu diesen Vorwürfen von dem anderen Typen sagt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. So, hast du hier eigentlich noch was zu verkaufen? Also erstmal, dass wir kein Geld mehr haben, ist ja okay, aber nein, sie hat keinen Duftzweig mehr und auch keinen Pharos Weisheitsdings. Gut, also können wir bei ihr nichts mehr holen. Gut, Abkürzung haben wir ja hier freigeschaltet. Ihr müsstet ja mittlerweile auch One-Hit sein. Unsere Keule können wir mal wieder ausrüsten, die gute Axt. Die immer noch kaputt ist, super, die müssen wir erst reparieren. Rede mit ihr. Was hat die Dame für uns? Geht sie nach Majula? Wie, wer, wo? Silberne Schlangenring plus 1. What the fuck? Warum? Sieht auch ganz schön fertig aus, die Dame. Ich sollte grundsätzlich mit jedem NPC reden. Tue ich ja. Ich habe ja mit dieser Dame gesprochen, aber
dir jetzt was Neues sagt, ist mir neu. Gut. Schnäppchen. Jetzt ist sie fertig, die gute Frau. So, Devil, nochmal vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich hätte die Dame da einfach sitzen lassen, das ganze Spiel über. So, aber manche NPCs ändern halt ihre Meinung, wenn man beispielsweise gewisse Mengen einkauft oder so. Okay. Diese Tür haben wir hier, glaube ich, nämlich noch gar nicht aufgemacht. Ja. Boah, Echse, Echse, Echse. Titanicham, sehr schön. Und hier ist ganz schön dunkel. Was haben wir hier? Eine Handaxt und einen schimmernden Lebensstein. Hier haben wir einen Hüllensoldatenhelm. Gut, das ist jetzt nicht so pralle. Das ist eine Kiste. Steht da einfach mal so rum. Bam, 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 bam. Alles weg hier. Und Falle. Falle, Falle. Kleiner Lederschild und Reparaturpulver. Gut, dass wir das gerade gekauft haben, ne? Und wo kommen wir jetzt hier raus? Da ist noch eine Kiste. Dirigiert es nach unten und dann geht es nicht weiter. Okay. Also wirklich nur eine kleine Ecke, die wir auch wieder verpasst haben. Hallöchen. Du eine Macke. Kleiner weißer Symbol Speckstein. Er liegt hier einfach mal so rum. Kleine weiße Symbol Speckstein. Dieser da? Schwarzer Trennkristall, da ist er. Hinterlässt Rufsymbol. Das ist der Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen. Effekt ist kurzlebiger als der des weißen Symbolspecksteins und er gilt nur für die Hilfeleistung an bestimmten Orten. Okay. Das ist doch super. So. Was haben wir hier? Scharfschütze wird benötigt. Für was denn? Wie kommt man da rüber? Wie kann man da drüben sterben? Sprung oder? Naja, fast. Gut, wo wollte ich eigentlich hin? Zu Pate. Wir wollten zu Pate. Pate, Pate, Pate. Dem Kleinen kannst du Leute rufen, obwohl der Gebietsboss schon tot ist. Okay. Nicht schlecht. So, Jungs, schieß mal. Die ja früher gehasst habe. Und jetzt sind die so easy peasy. Easy. Ja. Und Pate ist natürlich schön. Psst. Hab ich einen Duftzweig? Würde nämlich gerne wissen, ob ich jetzt hier die Riesen wecken kann damit. Wahrscheinlich eher nicht. Untersuchen. Leider passiert nichts. Es fehlt uns also das richtige Item dafür. Immer noch. Ärgerlich. Suche ich gerade noch so ein Kabel mit Stecker und Buchse. Keine Ahnung gerade, wie die genau heißen. So Jumperstecker. Ja, die heißen genau Jumperstecker. Und Seegrad hätte ein cooles Set gegeben, wo auch schon ein kleiner Satz mit Kleinkram dabei ist. Ich habe mir auch so einen Komplettkoffer gekauft. Mit, halt wie gesagt, kleinen Widerständen und Transistoren und Kondensatoren und halt den Kabeln. Männlich-männlich und weiblich-weiblich.
alle dabei. So, finden wir einen Part jetzt wieder. Mit dem Riesen ist noch viel später im Spiel. Viel später. So, wir reisen. Wir waren ja jetzt in der Festung Sünderhüge Jägerhain. Untotenzuflucht, Brückenzugang oder Untotenkerker? Wir sind beim Untotenkerker. Und schauen mal, was da hinter dem Wasserfall war. Genau, da wollten wir hin. Kürzester Weg dafür ist hier lang. Glaube ich. Und wir müssen dran denken, unsere Waffen zu wechseln. Jetzt können wir übrigens auch mal rausfinden, ob diese Worker wiederkommen. Denn sie kommen nicht wieder. Gott sei Dank. Vorsicht, Fluch. Ah, Ausdauer, hallo, Ausdauer. Aua. Hau ab. Ein Köderschädel, sehr, sehr schön. Warte, triffst du bald noch. Na, ah, das ist ja super. Und einen wunderschönen guten Abend, Lilith. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Der Devil räumt hier auch meine Schatzkammer leer. Einfach so dran vorbeigeschlichen an meinen Abwehrmechanismen und Monstern. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. So, Wasserfall, da lang. Warte. Und rein in den Nebel. Mit der falschen Waffe. Gerippefürsten, na super, Hallöchen. Mehrere auch noch. Drei Stück. Natürlich, einer mit Feuer, einer schlägt zu. Ich finde das super. Was ist denn das? Die kommen gleich wieder, oder was? Ja, nee, ne? Was ist denn hier los? Was ist hier gerade los? Viel zu viele. Ja, klar, ein Rad auch noch, oder was? Jetzt haben sie mich gleich in der Ecke. Die mich in der Ecke haben, ist das nicht cool. Wir müssen mal einen Trank nehmen. Man davon was, diese Tröne kaputt zu hauen? Nur einen von den großen Umhaus kommen halt kleine. Scheiße. Hab ich ja voll, was sie konnten, ne? Ah, die kriegen wir hin. Kriegen wir hin, auch wenn ich sie mit dem Bogen wegschieße. Zieh mal an, du blödes Rad. So, bitte mal die vorderen anvisieren. Ausdauer ist voll und rinn in die Menge. Läuft, ne? Boah, mach doch was. Guten Nacht. Es war mir eine Ehre. Gerippefürstenseele. Schön. Das war ein Boss.
etwa ein Boss. So. Wie geht's jetzt weiter? Da hinten eine Tür gesehen. Schafft. Skelett. Skelett und dann nicht aufgeben. Gute Arbeit. Ja, yep, danke, danke, danke. Ach, das ist der andere Weg hier. Ah ja, okay, okay, okay. Und hier haben wir wieder eine Brücke. Brauchen einen Flügel. Schatz voraus. Also die Nachrichten sind wie immer sehr verwirrend. Mach Gang, du Brücke, du. Den Drachen haben wir noch offen. Fällt mir gerade wieder ein. Tolle Aussicht. Nicht hier. Da geht's nicht runter. Lügner voraus. Da sind überall Lügner. Gift voraus und Gift voraus. Ist toll. Gift ist ganz toll. Diesmal haben wir eine Leiter. Zwickmühle, deshalb nicht aufgeben. Leuchtfeuer, jawohl, versuch irgendwas. Oh, Leuchtfeuer, rechts, ja, boom, bang. Das Erntetal. Und da sitzt eine Lady rum. Hallo, lass mal den Mülleimer bitte in Ruhe. Nimmt die ja einfach mir, hinter mir einfach den Mülleimer auseinander. Das ist sehr, sehr frech von dieser Katze. So, einmal hier durch die Giftsuppe. Und das Leuchtfeuer aktiviert. Leuchtfeuer entzündet. Gibi, was soll denn das? Was ist denn los? Ach, Madame hat Hunger. Ah, Madame hat Hunger. Ich würde auch sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben schon wieder 3 Stunden Dark Souls gespielt. Ich habe noch keine Pause gemacht. Ich habe selber auch mega Hunger. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch schnell aufleveln und einkaufen und so. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute mit Dark Souls. Dann würde ich eine kurze Pause machen. Halt, wie gesagt, was essen, Katze versorgen. Du gehst mir echt auf den Senkel gerade, Kleiner. Komm mal her. Komm mal her, Misch. Komm mal her. Setz dich mal mit hin hier die letzten 5 Minuten. Dann gibt's Foto. Und bitte nicht ins Mikro. Bitte nicht das Mikro anfassen. Bearer of the curse. Ja, ein bisschen. Seek the lest this land. Man ja immer die Katze versorgen, ne? Wichtig. So, 2 Level können wir machen. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal einen auf Stärke. Einen auf Belastung. Oh. Katze. Ja, Katze. Wo ist das Flakon? Haben wir nicht? Sprechen. Over the hill and past the forest is the king's castle. Where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it. Those who come to Dranglake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all, sooner or later. That blue knight at the base of the tower, his spirit is already broken. Although he does offer sound advice. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. Blaue Ritter am Fuß des Turms? Ist das der, den wir damals getroffen haben, wo wir nicht aufmachen konnten? War das jetzt gerade ein Wink? Wir sollen da mal hingehen. Bin mir unsicher. So, erstmal Ausrüstung reparieren. Die Banditenaxt. Einmal wieder zusammenflicken, das gute Ding. So, du liegst übrigens auf meinem Controller. Habe ich das schon erwähnt?
Dass wir keine Titanitschuppen mehr kaufen können, finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Okay, dann würde ich sagen, kauf mal einfach mal noch 200 Pfeile oder eine Waffe. Falkion braucht man nicht, Estok, das sind alles Geschicklichkeitswaffen. Die haben wir sogar zweimal, den Streitkolben. Langschwert haben wir nicht. Kaufen uns mal ein Langschwert, einfach damit wir es haben. Dann haben wir noch 800 Seelen, nehmen 80 Pfeile mit und sind fertig. Ja, alles super, alles schön. Okay. Unsere Waffen hätten wir noch aufwerten können. Updaten hätten wir sie können. Liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Bin essen. Danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns später wieder. So, bis dahin.